Eine PS5 zu kaufen ist ja nach wie vor immer noch schwierig, aber es gibt ein paar Möglichkeiten und wir sagen euch, wie ihr diese sicher kaufen könnt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man heutzutage aktuell an eine PS5 herankommt. Und zwar gibt es nach wie vor die offiziellen Drops, die von Sony lizenzierten Händlern quasi dann verkauft werden. Die sind auch zum UVP. Dann gibt es die Möglichkeit, die PS5 im Markt vor Ort bei euch in eurer Stadt zu kaufen. Das ist ein bisschen schwieriger, kommen wir gleich drauf. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die online zu kaufen, und zwar bei sogenannten Marketplaces, also bei bekannten Shops wie Amazon, Otto, Kaufland und so weiter, allerdings eben von Dritthändlern. Und dann gibt es noch die Variante, die bei eBay zu kaufen. Bevor wir auf diese vier Möglichkeiten jetzt nochmal genauer eingehen und euch auch dann sagen, wie ihr bei eBay und Co. eine PS5 auch sicher kaufen könnt, erstmal so die ganz grobe Situation nochmal aufgegriffen, 1,5 Jahre nach Konsolenstart. Es hat sich nichts geändert. Es ist nach wie vor schwierig, eine PS5 zu kriegen und genauso schwierig zum Start wie jetzt. Es hat sich trotz, ich sag mal, planmäßiger Produktion der PS5 die Lage nicht groß verändert, einfach weil die Nachfrage nach wie vor hoch ist und immer noch zu hoch. Und normalerweise, normal ist das ja nicht. Das ist eine absolut außergewöhnliche Situation und die hat auch mehrere Gründe. Das haben wir schon ein paar Mal auseinanderklambüsert. Ja, Lieferknappheit, dann kam noch Corona dazu, was alles schwieriger gemacht hat und so genau, weiter. Genau, Lieferketten und so weiter. Und außerdem nach wie vor anhaltende Beliebtheit. Das ist immer noch hoch nachgefragt. Bei der Xbox ist es nicht mehr ganz so. Die Series S gibt es schon länger. Die Series X wird es auch, eigentlich kriegt man eigentlich relativ gut. Aber PS5 nach wie vor sehr schlecht. Außer jetzt eben bei den offiziellen Drops. Genau, und wie gesagt, diese vier Möglichkeiten gibt es ja aktuell, die zu kaufen. Aber es ist ja tatsächlich auch so, die offiziellen Drops sind ja so selten und so kurz und so schnell weg, dass es eigentlich fast unmöglich ist. Im Markt vor Ort ist auch relativ schwierig. An sich geht es mir jetzt um dieses Thema, wie sicher kann man eine PS5 kaufen. Dass man eine aktuell kaufen kann, ist klar, dass man kann sie kaufen. Leider ein bisschen überteuert, teilweise auch sehr überteuert. Das schwankt immer wieder mal, also das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es viele Angebote für 600 Euro, für 700 Euro. Aktuell ist es so um die 800 Euro. Gab auch schon Zeiten, da gab es über 1000 Euro. Mir geht es darum, es ist ja bei eBay und Co., wenn das keine offiziell Sony-lizenzierten Händler sind, ist das immer so eine Sache. Da hat man immer so ein bisschen mulmiges Bauchgefühl, denn es ist ja nicht immer 100% sicher, ob man da einen seriösen Händler hat oder nicht. Es gibt ja auch das Thema Fake-Shops und so weiter. Also da gibt es viele Sachen, wo man aufpassen muss und deswegen sind diese zwei Möglichkeiten, man kann zwar sicher eine PS5 kaufen, aber man muss halt eben aufpassen, da kommen wir gleich dazu. Erstmal noch mal kurz auf die offiziellen Drops. Wie laufen die so ab aktuell? Ja, vielleicht müssen wir das erstmal erklären für Leute, die es gar nicht wissen, was ein offizieller Drop bedeutet. Ja. Im Grunde ist es so, dass die PS5 kurzzeitig bei offiziell lizenzierten Händlern verfügbar ist. Amazon, Mediamarkt, Saturn und so weiter. Und Otto und so weiter. Wie auch immer die bekannte Shops. Zum offiziellen Preis 500 Euro bzw. 400 Euro für die Digital. Aber, jetzt kommt das Aber, maximal sind die ein paar Minuten verfügbar, weil die Kontingente, also die Lagerbestände, sehr knapp sind und das Zeug sofort immer ausverkauft ist. Einfach, weil es beliebt ist. So, und jetzt kommt das große Problem an der ganzen Geschichte, wenn man weiß vorab nicht, wann, wo eine PS5 auftauchen wird zum Verkauf. Genau. Das heißt, man muss eigentlich, ich sag mal, vor allen Dingen auf Social Media sehr aktiv sein und Benachrichtigungen anhaben, damit man das mitbekommt. Genau, da sind nach wie vor immer noch die Tipps, diese PS5-Bots, die es auf Twitter gibt und so weiter. Aber das ist nur für den Fall, dass man wirklich Zeit hat. Also man muss bedenken, wenn man diesen Weg wählen möchte und sagt, ich möchte versuchen, auf offiziellen, ganz normal bei den offiziellen Drops online eine PS5 zu bekommen, dann muss einem klar sein, man muss entweder verdammt viel Glück haben oder sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Aufwand investieren. Weil man muss eigentlich minütlich aufs Handy schauen. Man muss wirklich vorbereitet sein und gegebenenfalls innerhalb von einer Minute sich schnell einzuloggen in den Shop und das sofort zu kaufen. Also das ist nicht der einfachste Weg. Es gibt aber noch ein etwas Interessantes bei diesen Drops, also eine Gemeinsamkeit. Die Drops waren immer am Vormittag, manchmal auch morgens. Niemals am Nachmittag oder abends. Also an dem Tag,
quasi schon in der Früh muss man eigentlich das schon checken. Ansonsten passiert an dem Tag dann nichts mehr. Das ist das Einzige. Ja. Nur welcher Tag ist halt die Frage. Dann, bevor wir zu dem Thema eBay und Sicherheit und so weiter kommen, im Markt vor Ort gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich PS5 zu holen, auch wenn die nicht im Regal stehen. Aber es gibt viele Märkte, wie zum Beispiel GameStop, die machen Wartelisten. Kann sein, dass ihr da ein paar Märkte durchtelefonieren müsst. Also das ist immer so mein Tipp. Telefoniert alle Märkte in eurer Gegend ab, fragt, ob sie Wartelisten haben. Gegebenenfalls kann es sein, dass die eben 2 Monate lang sind. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit. Und im Notfall ruft man halt eben auch in der Nachbarstadt bei allen Märkten und so weiter an. Also es kann eben sein, dass das auch ein Markt ist, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Also das ist auch nicht ganz ohne Aufwand, denn wenn ihr das dann abholt, dann müsst ihr halt da irgendwie auch hinkommen. Das ist auch die Frage, wie bereit seid ihr da auch ein bisschen eine Strecke zu fahren dafür, ob jetzt mit öffentlicher oder mit dem Auto. Aber es ist tatsächlich machbar, aber es kostet auch ein bisschen Arbeit und Aufwand. Bei Expert ist auch aktuell, gibt es Wartelisten bei einigen Märkten. Wie gesagt, dass manche Märkte machen damit, manche nicht. Mediamarkt und Saturn ist auch ähnlich. Da kann es auch bei einigen eine Warteliste geben oder auch nicht. Was ihr aber beachten müsst, also oft genug werden die PS5-Geräte nicht einzeln verkauft, sondern meist im Bundle. Kriegt ihr dann noch einen Controller dazu oder ein Spiel oder was auch immer. Das ist ja egal, man theoretisch könnt ihr das ja notfalls verkaufen, wenn ihr das nicht haben wollt. Aber im Grunde, unterm Strich ist das eigentlich der normale Preis, der UVP. Und was eben dazu kommt, ist eben zu diesem Thema des Videos sicher kaufen. Also mit diesen beiden Möglichkeiten habt ihr einfach die Sicherheit, das ist safe. Also das ist, da könnt ihr nicht irgendwie auf Betrüger reinfallen oder sonst in irgendwas in der Art. Wenn es wirklich offizielle Shops sind und wenn es wirklich im Markt ist, sowieso das Allersicherste. Bei den Themen Marketplaces und eBay, da kommen wir jetzt dazu. Erstens, Marketplace finde ich persönlich so ein bisschen sicherer noch, wobei da auch aufzupassen gilt. Aber das Thema eBay ist ja so ganz, ganz, ganz schwierig. Vielleicht noch ein Wort zum Marketplaces, auch um das einzuordnen. Also es gibt offizielle Händler und Online-Plattformen, bei denen Dritthändler, also andere Händler, ihr Produkt verkaufen können. Eben beispielsweise Amazon mit Marketplace. Das heißt, da gibt es auch andere Händler, die dort anbieten. Und quasi eBay ist ja auch so etwas, so gesehen. Genau. Wobei kleinere Dritthändler an oder größere Dritthändler. Und da ist natürlich die Sache, weil das sind auch natürlich Privatleute, die Zeugs verkaufen. Auch Scalper. Vorrangig Scalper sogar, die eben das Ding, die das Gerät vielleicht für den offiziellen Preis gekauft haben und dann eben mit Gewinn veräußern wollen. Genau, aber um jetzt nochmal auf die Marketplaces, da ist es so, da könnt ihr eigentlich, also ich würde sagen, die Chance, dass es sicher ist, ist sehr hoch. Denn es ist so, dass bei Marketplaces, zum Beispiel bei Amazon, da ist es so, dass das Bezahlsystem ja über Amazon läuft. Also das heißt, man zahlt ja nicht direkt an diesen Dritthändler, sondern man bezahlt Amazon und Amazon bezahlt dann diesen Händler. Das heißt, Amazon ist dazwischen geschaltet oder eben diese Marketplaces sind da dazwischen geschaltet und da hat man eine gewisse Garantie, dass das durch die dann eben kontrolliert wird. Und wenn man zum Beispiel ein Rückgaberecht einfordern möchte oder ein Problem ist, da wendet man sich nicht direkt an diesen Dritthändler dort, sondern eben an den Marketplace. Und das ist so eine gewisse Sicherheit, wo man sagen kann, okay, bin ich ein bisschen abgesichert, dass wenn ich da Geld überweise, dass da nicht etwas Schlimmeres passieren kann. Das heißt, Marketplace ist in meiner Meinung nach eigentlich von diesen beiden Optionen die sichere Variante. Tendenziell ist es aber tatsächlich auch so, dass auf den Marketplaces das dann auch ein bisschen teurer ist dafür, habe ich so den Eindruck. Oft genug, ja. Genau, es ist jetzt natürlich schwer, so im Großen und Ganzen abzugleichen, weil da müsste man ja wirklich über längere Zeit hinweg das abgleichen. Aber es ist tatsächlich so, also bei Marketplaces braucht ihr euch nicht unbedingt Sorgen zu machen. Da ist die einzige Entscheidung eben, wollt ihr eben diesen Aufpreis zahlen oder nicht. Wir hatten vorletzte Woche das große Negativbeispiel auf Kaufland.de, wo es eine PS5 für 1052 Euro gegeben hat. War auch so ein Marketplace-Angebot meines Wissens. Nein, das war tatsächlich offiziell von Kaufland. Da ist Kaufland selbst als Verkäufer aufgetreten, hat in diesem Tweet eben auch das bestätigt, indem sie gesagt haben, ja, das ist unser Angebot, aber das ist diese Lieferung
Lieferung, diese Ware haben wir von anderen Bezugsquellen bekommen. Ja, das heißt, sie haben es von Dritthändlern, die jetzt noch anbieten, auch bei Kaufland, für, ich glaube, 800 Euro gibt es da auch immer noch PS5-Geräte. Genau, ja. Und wie gesagt, also da könnt ihr euch eigentlich safe fühlen, da einfach nur gucken, dass der Dritthändler genügend positive Bewertungen hat, würde ich sagen, und die auch authentisch sind und authentisch klingen, also das wäre so das Thema. Dann kommen wir bei eBay sicher eine PS5 kaufen. Das geht, Leute, das geht wirklich. Das ist gar nicht mal so das Thema. Man muss einfach nur bestimmte Sachen beachten. Ja, da gilt es eigentlich auch wieder. Man achtet auf den Händler, ob der schon länger dabei ist, wie viele Wertungen er hat, hat er positive Wertungen und natürlich auf den Preis, logisch. Ich meine, auf eBay ist auch ähnlich. Aktueller Preis sind irgendwo 700, 800 Euro. Ist die Frage, ob man das bezahlen will. Es gibt auch Auktionen, oft von Privatleuten. Bloß da seid ihr definitiv auch definitiv über dem offiziellen Verkaufspreis. Dann. Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt mal dieses Thema, ob der Preis fair ist oder nicht, mal ganz beiseite gestellt, weil ich finde nach wie vor, das muss jeder selbst entscheiden, ob er das machen möchte. Ist natürlich gut, ist das nicht, super ist das nicht, aber es ist nun mal die Situation, die wir haben. Bei eBay, genau, also erstmal das Thema, achtet, dass das ein seriöser Verkäufer an sich ist, der länger dabei ist. Dann würde ich dringendst empfehlen, auf gar keinen Fall vorab irgendwas zu überweisen. Ich würde beim Thema PS5, wenn möglich, dann einen in der Nähe suchen und dann da auch hinfahren und nur gegen Selbstabholung und Barzahlung am besten, weil dann seid ihr vor Ort, seht selbst die Konsole, seht sie funktioniert oder sie ist noch original verpackt und dann nehmt ihr die mit heim und da kann eben nichts passieren. Also klar, natürlich, es gibt auch bei eBay diesen Käuferschutz, aber der funktioniert nicht immer und das wollte ich gerade sagen, aber eigentlich schon bei PayPal hat man ja diesen Käuferschutz, da kann man eigentlich eine Rückerstattung anfordern für den Fall, dass das ein unseriöses Angebot ist. Wenn man eventuell über PayPal zahlt, aber es gibt ja auch Händler, die wollen das per Vorabüberweisung, also ja, per Direktüberweisung. Das ist so eine Sache. Also genau. Manche, wenn die Kreditkarte annehmen, dann vielleicht noch eher, aber ich finde, mit PayPal ist es zumindest ein Stück weit, ist zumindest ein Sicherheitsnetz da. Genau. Für den Fall, dass irgendwas wäre. Genau, da wollte ich jetzt noch gerade drauf kommen, auf die Zahlungsmöglichkeiten. Also wie gesagt, eben vorab etwas per Banküberweisung, Vorzahlung, sowas, auf gar keinen Fall, never ever. Weil da ist die Chance relativ hoch, dass das ein unseriöser Händler ist, weil warum sollte er kein PayPal annehmen? Warum sollte er keine Kreditkarte annehmen? Macht gar keinen Sinn. Jeder seriöse Händler nimmt diese beiden Zahlungsmöglichkeiten an. Und jeder seriöse Händler wird auch nichts dagegen haben, dass ihr sagt, ihr kommt vorbei und holt das ab und zahlt bar. Also ist ja Blödsinn. Dann das nächste Thema ist, wo ich zum Beispiel sagen kann, auf gar keinen Fall kaufen, sind diese Fake-Shops. Wenn ein Shop, ein unbekannter Shop, den ihr noch nie gehört habt online, anbietet, sie haben genügend PS5 auf Lager zum UVP, never ever. Das ist nicht wahr. Das ist einfach unmöglich. Jeder Markt, der PS5 hätte, die wären sofort ausverkauft und ausgerechnet diese kleinen Shops, die eben dann teilweise wirklich auch nur über Vorauszahlung funktionieren, da Hände weg von. Da habe ich auch ein eigenes Video mal dazu gemacht, nur zu diesem Thema. Das würde ich euch auch empfehlen, weil das wirklich etwas ist, das ist ziemlich gefährlich. Neulich gab es auch eine Seite, die hat einen größeren Markt 1:1 kopiert und da hat der Markt sogar selbst gewarnt davor. Also da auf jeden Fall aufpassen. Ja, ansonsten, ich würde sagen, es gibt diese Möglichkeiten, eine PS5 sicher zu kaufen, ohne dass ihr Gefahr lauft, irgendwie betrogen zu werden und so weiter. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so dazu meint, wie ihr das so seht, was habt ihr so für Erfahrungen bisher gemacht und lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video.